bevor ich jetzt weitermache, möchte ich einmal sagen, die kleine Zora, 8 Jahre alt. Ja, liebe Freunde und Freunde, ich darf euch im Namen des Kreisverbandes der Grünen Schwalm-Eder recht herzlich hier zu unserem Sommerfest begrüßen. Es regnet immerhin nicht. Es hätte auch schlimmer kommen können. Und übrigens wird es Herbst, wie man überall feststellen kann. Aber für die Grünen liegen ja noch ein paar Wochen Wahlkampf vor uns. Und wir haben uns gedacht, als grüner Kreisverband, es wäre vielleicht eine gute Gelegenheit, Wahlkampf zu machen, vielleicht in einer anderen Art, nicht abends irgendwie einer redet, der Rest hört zu, begeistert oder weniger begeistert und geht dann nach Hause, sondern dass wir dieses Sommerfest feiern in Verbindung mit einer ja immerhin schon 30-jährigen Geschichte unseres Kreisverbandes der Grünen, Schwalm-Eder. Kaum zu glauben. Ich war ja gestern, Jörg Werlich auch, ich weiß nicht, wer noch da war, auf der Anti-Atom-Demo in Berlin. Man sieht viele leicht ergraute Menschen, so wie mich. Aber was man auch sieht, muss ich auch ganz klar sagen, eine Menge jüngerer Menschen bei der Anti-Atom-Bewegung. Und ich glaube, das macht unheimlich Mut, dass also das, was wir vor 30 Jahren, und bei den Grünen war das vor 30 Jahren in erster Linie mal ein Kampf gegen Atomkraftwerke, ältere Semester werden sich noch daran erinnern, es war mal geplant, in Borken ein Atomkraftwerk zu bauen. Das ist damals erst aufgegeben worden, die Pläne, als es Tschernobyl gegeben hat. Da hat man erst gesagt, ach, vielleicht doch nicht in unserer Gegend. Also so weit weg ist das alles gar nicht gewesen und das war damals auch ein Motiv für uns Grüne, uns den Schwalm-Eder-Kreis zu gründen. Und das Zweite, und das ist noch nicht abgeschlossen, die Geschichte, und die geht auch immer noch weiter, ist der Kampf gegen die A49. Ja, man hätte nicht gedacht damals, dass beide Sachen sich so lange hinziehen. Vielleicht damals war eher die Befürchtung, dass das alles ganz schnell geht, dass wir sowohl die A49 gebaut kriegen, bis damals noch Gießen und dass vielleicht ein Atomkraftwerk steht. Beides ist nicht gekommen und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit uns zu tun als Grüne, dass wir in den Jahren halt doch einige zum Nachdenken gebracht haben und einen Politikwechsel herbeigeführt haben. Ja, meine Wenigkeit ist ja jetzt sagen, auf der europäischen Ebene angekommen. Das hätte ich mir vor 30 Jahren auch nicht gedacht, als ich mit einigen anderen diesen Kreisverband mitgegründet habe. Dass es dann irgendwann mal in Brüssel endet, war, glaube ich, auch kein Ziel, was ich mir damals gesetzt habe, sondern wir waren froh, wenn wir in der Gemeindevertretung Bad Westen saßen. Das war damals schon ein Ziel, um Politik ja, in den ländlichen Raum zu bringen. Und das war damals schon eine Sensation, dass wir mit 8,7% 81 damals ins Westen ins Parlament eingezogen sind. Das muss man sich in dieser Region auch mal vorstellen. Heute ist es selbstverständlich, dass wir in der Region auch politisch fest verankert sind und dass wir hier im Kreis auch eine weiterhin eine wichtige Rolle spielen wollen. Und ich glaube, wir haben noch eine Menge Themen vor uns. In manchen Gemeinden ist das Thema erneuerbare Energien nicht unbedingt jeden Tag auf der Agenda. Das Thema Verkehrspolitik ist eine Sache, die wir energisch angehen müssen. Und noch eine ganze andere Reihe von Umweltprojekten, aber nicht nur Umwelt, sondern auch Sozialpolitik wird und ist ein Schwerpunkt unserer Partei. Dafür haben wir auch in den vielen Vertretungen, wo wir drin sitzen, Experten. Auch das ist ein Thema, was wir nicht der Linkspartei überlassen wollen und wo wir auch uns ganz engagiert einsetzen. Mir ist gesagt worden, ich soll jetzt nicht so lange reden. Gut, in Brüssel, sage ich mal, längste Rede in Brüssel, 3 Minuten. Für die Fraktionsvorsitzende oder für die Koordinatoren, die Gelegenheit habe ich nächste Woche. Alle anderen dürfen 1 Minute reden. In einer Minute alles zu sagen, was wichtig ist, ist echt eine Herausforderung. Und eine kurze Rede macht viel mehr Mühe als eine lange Rede. Deshalb möchte ich es jetzt beenden, darf an Bettina weitergeben. Aber ich möchte vorher, bevor ich es vergesse, noch den Daniel May recht herzlich begrüßen. Neuer Landtagsabgeordneter, sozusagen mein Nachfolger. Und der wird in Zukunft im Schwalm-Eder-Kreis in Wiesbaden auch vertreten. Ja, dann darf ich an die Bettina weitergeben. Irgendwann muss man anfangen zu üben, kurze Reden zu halten. Gut, dann kommen wir jetzt sozusagen von der Europaebene auf die Bundesebene und Kreisebene.
Liebe Gäste, liebe grüne Freundinnen und Freunde, ich begrüße euch auch ganz herzlich hier. Ich freue mich, dass doch so viele gekommen sind. Man weiß ja nie so richtig, wie kann man planen, wie macht das Wetter mit. Aber ich glaube, wir haben heute Glück, wir haben es ganz gut getroffen. Ja, wir feiern heute das Grüne Fest 2009, der Martin hat es gesagt. Erstmal ist das ein ganz normales Fest in einem ganz normalen Sommer. Auf der anderen Seite steht es aber auch für 3 Jahrzehnte grüne Arbeit im Schwalm-Eder-Kreis. Und das muss einfach mal gewürdigt werden und deswegen haben wir einen guten Anlass für dieses Fest. Ja, Steffi Lemke hat am letzten Sonntag in einer Wahlnachlese zu den Landtagswahlen gesagt, wir sind in einem grünen Jahrzehnt. Sie hat darauf hingewiesen, dass alle Parteien mittlerweile auf ihren Plakaten grüne Themen plakatieren und ja, jeder zumindest ein ganz kleines bisschen grün sein will. Unsere Themen aus 30 Jahren sind so aktuell wie nie und sie sind mittlerweile in der Gesellschaft angekommen. Die Bürgerinnen und Bürger haben uns irgendwie aufgenommen und haben unsere Themen irgendwie zu ihrem Lebensmittelpunkt gemacht. Wir haben, und ich möchte sogar noch weitergehen, nicht nur in der engeren Politik grüne Themen mittlerweile, sondern es ist ganz breit angekommen. Überall wird das verwendet. Wir haben grünen Strom, grüne Autos, grüne Kredite. Jeder schreibt dieses kleine Wörtchen grün vor sein Produkt. Wenn dieses kleine Wörtchen grün davor steht, dann bedeutet das aber auch eine Menge an Inhalt. Und dazu gehört zum Beispiel, dass jeder heute versteht, wenn dieses Wörtchen davor steht, es handelt sich um etwas Ökologisches oder es handelt sich um etwas Soziales. Oder um etwas Gerechtes, in irgendeiner Weise gerecht Erzeugtes. Und deshalb würde ich sagen, Grün ist gewissermaßen zu einer Marke geworden. Es gelingt ganz wenigen Produkten zu einer Marke zu werden. Und wir sollten stolz darauf sein, dass wir es geschafft haben, dass es uns gelungen ist, zu einer Marke zu werden. Es ist eine Marke geworden für Qualität und Inhalte. Trotzdem, wenn man so eine Marke hat, dann muss man die auch bewahren und schützen. Das kann ja nicht jeder sagen, das ist grün und das ist jetzt unser wirklicher Inhalt, sondern wir müssen immer darauf achten, dass wo grün draufsteht, auch grün drin ist. Und das sollte in der nächsten Zeit verstärkt unser Anspruch oder unser Weg werden. Wir müssen immer wieder darauf hinweisen, nur mit uns gibt es den Atomausstieg. Nur mit uns gibt es Arbeit, die ökologisch und sozial ist. Nur mit uns gibt es Bildungsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit. Nur mit uns gibt es den konsequenten Umweltschutz und Klimaschutz. Nur mit uns gibt es keinen Schnüffelstaat und nur mit uns gibt es eine gerechtere Globalisierung und auch Konfliktprävention. Und das zeigt, es geht uns heute wie in den letzten 30 Jahren immer ums Ganze und deswegen hängt hier vorne auf unser Plakat, uns geht es ums Ganze jetzt und die Weltkugel ist abgebildet und das ist mein Lieblingsplakat. Und da geht mein Motto hin für diesen Wahlkampf auch. Danke euch. Ja, vielen Dank, Martin und Bettina, dass ihr so schön eingeleitet habt und alles. Zu meiner Person, ich bin der Engin, ich komme hier aus dem schönen Schwalmstadt und bin euer Direktwahlkandidat für den Wahlkreis 171. Da gehört unser wirklich wunderschöner Schwalm-Eder-Kreis dazu und so eine Enklave Frankenberg, das geht dann bis nach, ich habe gelernt, Battenfeld. Da habe ich nämlich jetzt einen Termin. Ich wusste nicht, dass es Battenfeld gibt, aber sehr interessanter Ort. ist es auch wirklich. Und wir wissen jetzt, warum wir grün wählen können. Und mein Ziel für heute ist es, mit jedem von euch 2 bis 3 Minuten zu sprechen. Dann habe ich jetzt so eine Hausaufgabe von circa 1,5-2 Stunden, denn ich bin euer Kandidat für den Wahlkreis. Für mich ist ganz wichtig, dass neben unseren grünen Inhalten, die ja wirklich sehr gut erläutert worden sind, bis dahin auch Politik zum Anfassen da ist. Und ich bin ein Mensch, den dürft ihr anfassen. Ihr habt auch richtig viel zum Anfassen an mir. Vielen Dank. Und ich möchte euch hier gewinnen für unsere grünen Themen und das im Zwiegespräch. Ich möchte euch zu Multiplikatoren der grünen Politik machen, der grünen Inhalte und des grünen Denkens. Und ich glaube, das geht im Zwiegespräch sehr gut. Und
wenn vor einer geht, mich ruhig mal antatschen und sagen, du, mir schuldest du noch 2 bis 3 Minuten. Die bin ich da und die investiere ich heute gerne für euch. Vielen Dank, dass ihr heute da seid und uns unterstützt. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich habe irgendwie die Ehre,